Die Entdeckung gewissermaßen unseres gemeinsamen Freundes, Josef Klapake. Ah, ja, okay. Klappi hat ihn eigentlich ja ausgegraben oder in jungen Jahren entdeckt, geformt und nach vorne gestellt, diesen De Niro Totilas Sohn. Großartiger Gang für Erber aus Mühlen. Dann hier mit der Staatsprämienstute Karibik zusammengeführt. Da kommt wieder Blut, das uns hier süddeutschen Gefilden natürlich hoch bekannt ist. Zalando, der Zacksohn. Imperio dahinter, noch einmal Gangblut hier in Trakehner-Anstrich. Dann Le Beron. Aus der Zucht des Hauses Schindele im Besitz des Hauses Beckmann ist dieser schmucke Fuchs. Zalando, kapitaler Vererber vom Birkhof. Erst unter Nicole Kasper wirst du ihn erlebt haben, dann jetzt auch unter der Tochter, international hoch erfolgreich, steht vor allen Dingen hier in süddeutschen Gefilden als eindeutiger Verbesserer der Bewegungsmöglichkeiten. Was waren deine Eindrücke? Das Donierblut, das hast du sicherlich immer besonders im Auge. Donierblut, der Hengst sich unter dem Sattel mit, ja, wir wollen jetzt nicht nur über die Vererber unsere Hengststation sprechen, aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Pferd. Dieser Hengst hier selber sich darstellen in meiner Lieblingsfarbe, Dunkelfuchs. Gestern an der Longe mit auffallend guter Bergauf-Darstellung. Ein Hengst, der von seiner Konstruktion, von seiner Halskonstruktion sehr nach oben will. Deutlich bergauf, sich gut darstellend, gestern an der Longe. Auch Mathieu hier als Beschicker dieses Hengstplatzes. Sehr fleißig, macht sich immer auf den langen Weg. Das ist noch ein ja, etwas jugendlicher Hengst. Jetzt so könnte als Vererber, als Hengst ein bisschen mehr maskulin daherkommen. Es ist mehr vielleicht Sportpferd als Vererber für meinen Geschmack. Ne? Also könnte so mehr männlich daherkommen. Aber modernes Pferd. Und wie gesagt, diese Bergaufkonstruktion gestern auffallend, auch in der Longe, hat die da auf der Longe, an der Longe sehr gut dargestellt. Wir müssen gleich einmal auf den Schritt achten. Da hat er sich gestern nicht ganz losgelassen an der Longe. Aber das lassen wir mal ganz ruhig auf uns zukommen jetzt. Deshalb natürlich auch ganz wichtig, dass die Hengste eigentlich sich dreimal unserer Körkommission stellen. Das ist gar nicht so einfach. Draußen in der knisternden Atmosphäre, auf dem harten Boden, da gelassenen Schritt zu zeigen, ist für den einen oder anderen Youngster vor allen Dingen als erster Auftritt immer sehr schwierig. Gestern hier beim Longieren war es auch nicht ganz so ruhig in der Halle. Umso interessanter heute die dritte Überprüfung. Noch ein Wort zum Stamm, liebe Zuschauer, denn der ist wirklich außergewöhnlich. Einer der profiliertesten Holsteiner Springstämme schlummert nämlich hier hinten dran. Der Stamm 4705, Levantos 1 und 2. Das Haus Klatte hier vertreten. Casino van der Helle, absolute internationale Springspitze, meine Damen und Herren. Ein 60 erfolgreich, der Katoki-Stamm. Mit dieser Gelegenheit heißen wir auch das Haus Sosat hier im schönen München auf das Herzlichste willkommen. Das ist ja bei vielen erfolgreichen Dressurpferden so ein Patentrezept. Ne, hinten drin so ein Schuss Springblut, ein wertvoller Springstamm, das sorgt für Härte, für Leistungsbereitschaft. Für Stabilität auch. Im Rücken, für Kernigkeit, für ein gutes Fundament. Ja, auf jeden Fall, da müssen wir drauf achten. Auch vielleicht in unserer Zucht, dass wir da das Fundament im Blick haben, dass wir nicht zu langbeinig sind. Zu langbeinige Pferde haben häufig ja doch am Anfang ihrer Entwicklung Schwierigkeiten mit der Balance. Wenn sie so hoch aufgestellt daherkommen, muss man ihnen deutlich mehr Zeit geben und Ruhe, sich auch nachher unter dem Sattel zu entwickeln. Du hast bei der Aufzählung der tollen Blutströme im Mutterstamm aber auch den Imperio nicht unterschlagen dürfen. Imperio mit dem Trakehner-Einfluss.
Hat auch immer wieder ein gutes Pferd gemacht. Ah, jetzt gucken wir uns mal den Schritt an. Deutlich besser sich zeigend als gestern in der Longe. Ja, das ist dann, wie du gerade gesagt hast, ne? Manche Hengste kommen hier rein und fühlen sich wohl, manche sind schüchtern. Und er ist jetzt nun zum dritten Mal hier in dieser Halle. Am Mittwoch fand ja auch schon das Freispringen der Dressurhengste statt. Das ist ja auch das Außergewöhnliche an diesem Körplatz hier, dass das Freispringen durchgeführt wird. Ich meine, dass ein Hengst nicht jetzt mit großem Sprungvermögen daherkommen muss, aber auch im Freispringen siehst du halt, lässt sich erahnen, wie intelligent ist ein Hengst. Was macht er mit den an ihn gestellten Aufgaben? Wie geht er damit um? Er muss da jetzt nicht mit dem letzten Vermögen und mit der Technik daherkommen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie es nicht